Die Übungen, die dir anfangs vielleicht noch schwer fielen, führst du inzwischen locker aus. Die perfekte Voraussetzung dafür, sich heute an ein paar neuen Kombinationen zu wagen und in der letzten Einheit noch einmal alles zu geben. Starten wir mit der Übung Glute Bridge Leg Lift. Komm mit mir gemeinsam zum Sitzen. Stell deine Fersen vor dir auf und rolle dich Wirbel für Wirbel nach unten in die Rückenlage ab. Stelle deine Füße auf. Der Abstand zwischen deinen Fersen und deinem Gesäß sollte so sein, dass du deine Fersen gerade so mit deinem Mittelfinger berühren kannst. Zieh deine Fußspitzen an, stell deine Fersen auf. Ich zeige dir eine Wiederholung. Mit der Ausatmung streckst du deine Hüfte nach oben Richtung Decke. Streck dein rechtes Bein lang aus. Einatmend lässt du dein Bein bis kurz über den Boden sinken. Ausatmend hebst du dein Bein wieder an. Halte deine Hüfte die ganze Zeit über oben und wechsel die Seite. Wir starten gemeinsam. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zieh deine Fußspitzen an. Spann dein Gesäß maximal an. Wir heben das rechte Bein zuerst. Los geht's. Noch 5. Vier. Halte deine Hüfte oben. 3. Spann dein Gesäß maximal an. 2. Zieh deine Fußspitzen an. Und 1. Roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Löse die Spannung. Zieh die Knie gerne zur Brust. Mach kleine Kreise über dem unteren Rücken. Atme tief durch. Du machst es super. Schau, was sich jetzt hier für dich gut anfühlt. Trinke jederzeit einen kleinen Schluck Wasser. Beruhige deinen Atem. Mach dich bereit für die nächste Runde. In 10 Sekunden geht's los. Stell deine Füße ab. Überprüfe den Abstand zwischen deinen Fersen und deinem Gesäß. Zieh deine Fußspitzen an, stell deine Fersen auf. Wir beginnen mit dem rechten Bein. Ausatmend roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Streck dein rechtes Bein aus. Los geht's. Noch 5. Halte die Spannung. Spann dein Gesäß maximal an. Halte die Hüfte oben. Noch 4. Zieh die Fußspitzen an. 3. Schieb die Ferse in den Boden. Noch 2. Glaub an dich. Eine Wiederholung. Ferse aufstellen und Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Sehr gut. Löse auf, atme tief durch und schau, was du jetzt brauchst. Nutze die Pause. Atme tief durch, trink einen Schluck Wasser, schenk deinem unteren Rücken Entspannung.
darfst deine Beine auch gerne von Seite zu Seite pendeln. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition. Füße aufstellen, deine Knie sind stabil und parallel zueinander. Deine Mittelfinger können deine Fersen berühren. Wir starten mit dem rechten Bein, atmen tief ein. Ausatmend rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zieh deine Fußspitzen an, stell deine Fersen auf. Rechtes Bein lösen. Wir starten. Noch 5, 4, 3, bleib dran, das ist gleich geschafft, 2, Fußspitzen anziehen, der Po ist maximal angespannt, 1, roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab und löse auf. Breite gerne deinen Arm auf Schulterhöhe aus und lass deine Beine ganz sanft von Seite zu Seite fallen. Die Spannung aus deinem Gesäß und aus deinem unteren Rücken. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Trinke einen Schluck. Auf geht's! Wir starten gemeinsam mit der zweiten Übung des heutigen Workouts. Achte auf die richtige Ausführung der Übung. Los geht's! Starten wir mit der Übung Superman im Vierfüßlerstand. Komme hierfür, wie der Name sagt, in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Hole deine Knie unter deine Hüftgelenke. Spreize deine Finger und versuche dein Gewicht gleichmäßig auf alle 10 Finger zu verteilen. Ich mache dir eine Wiederholung vor. Einatmend hebst du den rechten Arm und das linke Bein bis auf Schulter bzw. Hüfthöhe an. Dein Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Deine Fußspitzen ziehst du an. Mit der Ausatmung bringst du den rechten Ellbogen und das linke Knie zueinander und rundest dich maximal. Wir steigen gemeinsam ein. Hebe den rechten Arm und das linke Bein an. Atme tief ein. Ausatmend runde dich. Einatmend in die Länge ziehen. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und auflösen. Wir wechseln die Seite. Hebe den linken Arm und das rechte Bein. Dein linker Daumen zeigt nach oben, deine rechte Fußspitze ziehst du an. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, bring den Ellbogen und das Knie zusammen. Einatmen, in die Länge ziehen. Und ausatmen, runde dich. Noch 3. Noch 2. Ein letztes Mal. Zieh dich in die Länge. Und löse auf. Sehr gut. Atme tief ein und aus. Kreise deine Schultern. Trinke einen Schluck Wasser. Aktiviere während der gesamten Übung deine Körpermitte. Wenn du dich in die Länge ziehst,
aktiviere vor allem deine Körperrückseite. Und wenn du dich zusammenziehst, aktiviere deine Bauchmuskulatur. Zieh den Bauchnabel ganz bewusst Richtung Wirbelsäule. Trinke einen Schluck Wasser. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Spreize deine Finger. Deine Knie sind unter deiner Hüfte. Mit der Einatmung heben wir gleich gemeinsam den rechten Arm, das linke Bein. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Wir wechseln die Seite. Linker Arm, rechtes Bein. Einatmend. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Sehr stark. Atme tief ein und aus und löse für einen kleinen Moment die Spannung. Schau mal, welche Bewegung sich jetzt gut und richtig anfühlt. Spür in deinen Körper hinein. Vielleicht kannst du einen Bereich wahrnehmen, der hier besonders viel arbeitet. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände, deine Knie unter deine Hüften. Mit der nächsten Einatmung starten wir mit dem rechten Arm, mit dem linken Bein. Los geht's. Runde dich maximal. Drei. Zwei. Eins. Einmal in die Länge ziehen. Langsam absetzen. Seiten wechseln. Mit der nächsten Einatmung linker Arm, rechtes Bein. Los geht's. Drei, zwei, eins. Einmal in die Länge ziehen, absetzen und tief durchatmen. Super gut. Versuch deine Schultern mit jeder Ausatmung tiefer sinken zu lassen, weit weg von deinen Ohren. Entspann deine Gesichtsmuskeln, schenk dir selbst ein Lächeln und sei stolz auf dich, dass du dich heute dazu entschieden hast, dir etwas Gutes zu tun. Gut gemacht! Bevor wir mit der dritten Übung weitermachen, kannst du gern einmal durchatmen und etwas trinken. Starten wir mit der Übung Butterfly Hip Thrust. Dafür kommst du mit mir gemeinsam in die Rückenlage. Rolle dich Wirbel für Wirbel nach unten in die Rückenlage ab und stelle deine Beine auf. Lege deine Arme am Körper entlang nach vorne ab. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Mit der Ausatmung rollen wir uns von der Lendenwirbelsäule aus, Wirbel für Wirbel nach oben auf, halten am höchsten Punkt und spannen das Gesäß maximal an. Mit der Einatmung rollen wir uns Wirbel für Wirbel bis kurz über den Boden ab. Lass uns gemeinsam starten.
5. Vier. Drei. Zwei. Eins. Rolle dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Schließe deine Knie, stell deine Füße ab. Atme tief ein und aus. Wenn es sich für dich gut anfühlt, zieh deine Knie gerne zur Brust. Mach kleine Kreise über dem unteren Rücken. Und schenke dir selbst eine kleine Massage. Atme tief ein und aus. Stell deine Füße wieder vor deinem Gesäß ab. Lass deine Knie nach außen fallen, deine Fußsohlen berühren sich, deine Arme liegen neben deinem Körper. Starten gemeinsam. Los geht's. Ausatmend roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, spann den Po maximal an und einatmend roll dich bis kurz über dem Boden wieder ab. Ausatmend streck die Hüfte nach oben Richtung Decke, der Bauch ist fest. Einatmend, roll dich ab. Noch fünf. Vier. Drei. Bleib dran. Zwei. Eins. Einatmend, roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Und schließe ganz vorsichtig deine Knie. Stell die Füße ab und schau, was sich jetzt hier für dich gut und richtig anfühlt. Entweder ziehst du deine Knie zur Brust und machst kleine Kreise über dem unteren Rücken oder lass deine Beine wie ein Scheibenwischer von Seite zu Seite pendeln. Wenn du dich danach fühlst, trinke einen Schluck Wasser. Spann die Gesichtsmuskeln, schenk dir selbst ein Lächeln. Komm ganz langsam zurück in deine Ausgangsposition. Lass deine Knie nach außen fallen, deine Fußsohlen berühren sich. Los geht's. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten ab. Stell deine Füße ab. Vielleicht möchtest du deine Knie jetzt einfach nach innen fallen lassen. Öffne deine Füße, lass die Knie zusammenfallen. Schenk deinem unteren Rücken und deinem Gesäß Entspannung. Vielleicht
merkst du noch die Anspannung deiner Gesäßmuskeln. Atme tief ein und aus. Trinke jederzeit einen Schluck Wasser. Ein und aus. Wir machen gleich mit der vierten Übung weiter. Atme tief ein und aus. Dann geht es gleich los. Beginnen wir mit Side Plank mit Hüftheben. Komme dafür auf deinen rechten Unterarm. Achte darauf, dass deine rechte Schulter über deinem rechten Ellbogen bleibt. Lege deinen Unterarm komplett ab und lege dein linkes Bein vor dein rechtes Bein. Atme tief ein. Heb deine Hüfte nach oben an. Nimm deine linke Hand an deinen Kopf. Mit der Einatmung lässt du deine Hüfte Richtung Boden sinken und ausatmen hebst du deine Hüfte maximal nach oben an. Wir starten gemeinsam. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Komm über deine Unterarme auf die linke Seite. Nimm deine rechte Hand an den Kopf. Deine Füße stehen voreinander. Öffne deinen rechten Ellbogen nach oben Richtung Decke. Los geht's. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ausatmen, hoch. Schieb deine Hüfte maximal nach oben Richtung Decke. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Und einmal auflösen. Gerne in den Fersensitz oder in den Kniestand. Finde jede Position, die für dich angenehm ist. Kreise deine Handgelenke, locker sie aus. Tief und regelmäßige Atemzüge. In 10 Sekunden geht's los. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition. Komm auf deinen rechten Unterarm. Deine rechte Schulter bleibt über deinem rechten Ellbogen. Streck deine Beine lang nach vorne aus. Leg dein linkes Bein vor deinem rechten ab. Streck deine Hüfte nach oben Richtung Decke. Platziere deine linke Hand an deinem Kopf. Los geht's. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Bleib dabei. Noch 5, 4, 3, stark, 2, komm, eine noch und wechsel über deine Unterarme zur rechten Seite. Wir sind jetzt auf dem linken Unterarm. Einatmen tief und ausatmen, streck deine Hüfte so weit wie möglich nach oben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Super gut. Einmal auflösen. Tief durchatmen. Handgelenke kreisen. Schultern entspannen. Tief durchatmen. Und gerne einen Schluck Wasser trinken. Und für das gute Gefühl nach dem Workout. In 10 Sekunden geht's los.
Komm mit mir gemeinsam auf den rechten Unterarm. Streck die Beine aus, platziere den linken Fuß vor dem rechten, aktiviere die Körpermitte, nimm die linke Hand an den Kopf, streck die Hüfte nach oben, los geht's. Einatmen tief, ausatmen hoch. Noch 5, 4. 3, 2, 1. Sehr gut. Wechsel direkt die Seite. Komm über deine Unterarme zur anderen Seite. Nimm die rechte Hand an den Kopf. Rechts steht vor links. Los geht's. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr stark. Langsam lösen. Tief durchatmen und in eine für dich bequeme Position kommen. Das war richtig stark. Atme tief durch. Sei stolz auf dich, dass du so gut durchgezogen hast. Das hast du super gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Rückenkurs mit dir.